Hey Chef, erzähl ihm mal, was du mir eben gesagt hast. Hä? Sehe ich aus wie ein Nachrichtensprecher? Na, von mir aus. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Mario Golf Super Rush. Hier auf Katze. Für uns geht es spannend weiter, denn wir müssen nach Schroffstein reisen. Was es da gibt? Keine Ahnung. Meine Lieben, hier kommt der Hinweis. Wenn euch das Spiel gefällt, hinterlasst einen Daumen hoch und abonniert Katze, damit ihr keine spannenden Abenteuer mehr verpasst. Gut, hier ist die Schranke. Und jetzt sind wir schon in Schroffstein. Schön sieht's hier aus. Irgendwo im Gebirge, oder? Ach ja, toll. Hier kann man entspannen. Grüß dich, Katze. Hast du ja Zeit gelassen. Wow. So ein Chromabzeichen macht echt was her. Glückwunsch. Willst sicher gleich in Richtung Bronze aufbrechen, wie? Ganz genau. Aber so leid es mir tut. Damit ist's fürs Erste wohl Essig. Denn leider ist der Kurs hier gerade nicht gut in Schuss. Hey Chef, erzähl ihm mal, was du mir eben gesagt hast. Hä? Sehe ich aus wie ein Nachrichtensprecher? Na, von mir aus. Das Gewitter gestern hat den Kurs komplett ruiniert. Spielen absolut unmöglich, von dem Turnier ganz zu schweigen. Ach Manu, na toll. Wobei, eine Art Golf sollte man hier eigentlich noch spielen können. Sagt mal, habt ihr schon mal was von Crossroad Golf gehört? Crossroad Golf hat in Schroffstein eine lange Tradition. Diese Spielart ist für Topspieler genau das Richtige. Manche dieser Elite-Spieler kommen sogar auf unseren Kurs zurecht, wenn er in diesem üblen Zustand ist. Echt ein Hingucker, was die drauf haben. Allerdings arbeiten solche Leute ja auch mit Tricks. Mit Spezialschlägen, um genau zu sein. Wenn du dir vor kurzem das Turnier mit Mario im Fernsehen reingezogen hast, dann hast du ja schon mal Spezialschläge gesehen. Manche haben so viel Wucht, dass sie andere Spieler beeinträchtigen und deren Golfbälle wegschleudern können. Spezialschläge können die Bälle von anderen einfach so wegpusten? Alles ohne Strafschlag? Hammer! Ich brauche auch einen Spezialschlag. Wenn ich eine Ahnung hätte, wie man Energie einsetzt und damit Spezialschläge ausführt, würde ich es ja gern verraten. Aber naja, das sollte man lieber jemand anderen fragen. Jemanden mit Erfahrung, nicht irgendeinen geflügelten Fan des Sports. Also, Crossroad Golf ist auf jeden Fall ein Versuch wert, okay? Da geht's so gut wie alles, solange man sich immer schön vorwärts bewegt. Viel Glück! Okay, Crossroad Golf. Das klingt auf jeden Fall interessant. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll. Naja, ich melde mich mal an. Hallo, geht's um die Anmeldung zum Crossroad Golf? Ja. Sehr schön. Das dürfte dann wohl dein erstes Mal sein, stimmt's? Wer ganz neu dabei ist, muss bei uns eine klitzekleine Übungsrunde spielen, um sich einzugewöhnen. Du darfst jetzt zum Kennenlernen 14 Schläger mitnehmen. Das wird dir später helfen, dich jeweils für die richtigen zu entscheiden. Möchtest du deine Ausrüstung ändern? Nö. Und angemeldet. Dann raus mit dir an die Schranke vor dem Gebäude. Dort erfährst du mehr. Halt, Moment. Das war's doch noch nicht ganz. Ich hätte noch einen Tipp für dich. Wenn sich dein Ball in einer ganz schwierigen Lage befindet, was er durchaus mal vorkommen kann, gibt es einen ganz guten Ausweg. Du kannst mit Hilfe von Plus die Golfwatch öffnen und die Option Hilfe in Not aufrufen. Dort kannst du deinen Ball für unspielbar erklären. Dann darfst du den Schlag wiederholen, musst aber einen Strafschlag in Kauf nehmen. Es ist keine Schande, das zu nutzen. Viel Glück! Dankeschön! Okay, dann spielen wir eine Übungsrunde Crossroad Golf. Ich bin nach wie vor gespannt, was das jetzt konkret sein wird. Manche wollen weiter hinten auf dem Kurs spielen, aber die Wege dahin sind komplett unbenutzbar. Schöner Wolkenbruch. Wenn der Kurs frei ist, räumen wir auch die Straßen. Versprochen. Du findest hier so lange schon was zu tun. Hoffe ich mal. Okay, danke schön, Shy Guy. Ich gehe mal an die Schranke. Prüfe Abzeichen. Chromabzeichen erkannt. Anmeldung zum Spielen einer Crossroad-Übungsrunde verifiziert.
Bitte schließen Sie 3 Löcher mit höchstens 20 Schlägen ab, um die Aufgabe zu meistern. Nach erfolgreichem Einlochen wird das Spiel vom entsprechenden Grün fortgesetzt. Planen Sie die Lochreihenfolge entsprechend. Auf diesem Kurs können Tornados auftreten. Dies ist völlig normal. Sie können Ihre Aufwinde zu Ihrem Vorteil nutzen. Möchtest du erfahren, wie man Bälle in Hanglagen spielt, bevor du dich auf den Kurs begibst? Gerne. Auf ebenem Untergrund gespielte Bälle fliegen immer geradeaus. Die Schlagleiste ist in diesem Fall ebenso gerade. Beim Spielen in Bergauflage erhalten Bälle einen Sidespin nach links. Die Schlagleiste krümmt sich dabei entsprechend nach links. Spielen in Bergablage verleiht dem Ball Spin nach rechts. Auch die Schlagleiste krümmt sich dabei nach rechts. Je steiler das Gefälle, desto stärker der Sidespin. Und desto weiter die Krümmung deiner Schlagleiste. Okay, wow, hier gibt es Tornados. Oder kleine Windhosen, ein Tornado ist es jetzt nicht. Und was rollt da vorne? Sind das Karumpels? Ja, das sind Karumpels. Was machen die denn hier? Okay, die stören wahrscheinlich meinen Ball. Oder meinen Golfball, wenn ich hier spiele. Und sie in der Nähe rollen oder in der Nähe sind. Aber ich muss die Strecke nicht laufen, da ich ja in keinem Turnier bin. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt quer darüber schießen. Und das könnte schon direkt ein sehr, sehr perfekter Schlag sein. Oder? Ja, nicht ganz. Muss man ganz ehrlich gestehen. Oh ja, da ist er blöd aufgekommen. Schade. Rough, 1 Meter im hohen Gras entfernt oder zum flachen Gras. Na gut, ich wechsle mal. Putt wäre interessant, aber ich glaube, ich brauche die Wedge, oder? Den Wedge. Ja, die anderen Schläger kannst du vergessen, die sind nicht sonderlich gut für dieses Unterfangen. Nee, da muss... Ich kann ja versuchen zu putten, obwohl ich... Also zu putten, entschuldigt. Zu putten, wobei ich... Das Gras ist zu hoch, oder? Ah, ja, komm, ich bin so hin und her gerissen. Ich probiere es mal so. Naja, okay, der Ansatz war da, aber ja... Naja. Ich sag mal nichts, ich hab's versucht. Ich weiß gar nicht, was ich für einen Score erreichen muss hier in der Übungsrunde. Du musst dich einfach nur einloggen. Das kann, glaube ich, auch gut sein. Oh, schaut mal. Wir müssen da hoch. Wie komme ich denn da nach oben? Ach, heiliger Strohsack. Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Ach so, nee, Moment. Ich muss wahrscheinlich runter. Ich muss gar nicht. Ah, ich muss nach unten. Ja gut, nach unten ist es möglich. Ich dachte schon, wie soll ich da nach oben? Ja gut, je nachdem, welchen Schläger ich habe, komme ich da schon hoch. Und ich muss mich auch nicht fortbewegen. Von daher ist es ja alles halb so wild. Jetzt schieße ich mal oder schlage mal da runter. Und bediene mich aber dem Drive. Und da vorne sind Karumpels. Ah, egal. Die werden meinen Golfball schon in Ruhe lassen. So, ich schlage auch ein bisschen kürzer. Dann nutze ich hier noch den Wind. Ja, dann habe ich... gar nicht genutzt. Keine Ahnung, ging irgendwie schief. Oh ne, Karumpel. Nicht du auch noch? Wollt ihr den jetzt hin und her schmeißen oder wie? Jetzt bin ich wieder am Start. 90 Meter. Ich brauche aber so knapp 77 Meter, schätze ich. Oder vielleicht sogar 75 Meter, oder? Mal gucken. Oh nee, das war nicht gut genug. Na, der Ansatz war da. Sagen wir mal so. Aber ich hätte noch ein bisschen stärker schlagen müssen. Dann wäre das eher was Tolles geworden. Und so ist es eher miserabel, um es mal so auszudrücken. Auch wenn miserabel ein echt hartes Wort ist dafür. Ja, komm, 2,3 Meter, das schaffe ich auch so. Und eingelocht. Okay. So, und da geht es. Jetzt muss ich aber tatsächlich nach oben. Uiuiui. Okay, das ist Crossroad-Golf. Ich muss einfach, ja, die Route, sage ich jetzt mal, kreuzen. Ich muss auch den Wirbel nutzen, habe ich so das Gefühl. Das habe ich ja gar keine Möglichkeit. Okay. Ja, das war zu stark, oder? Boah, der Ansatz ist aber da gewesen. Aber die Ausführung war nicht sonderlich gut von mir. Ja, ich muss irgendwie so schlagen, dass ich relativ von vorne... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Was passiert hier?
dass ich relativ von vorne in die Windhose schlagen kann. Denn sonst komme ich ja... Ah, da vorne auf der Karte sieht man auch noch eine Windhose. Soll ich die mal anpeilen? Komme ich da überhaupt drüber? Müsste eigentlich möglich sein. Oh, nee. Hätte das denn sein müssen, mein lieber Freund? Mensch. Echt nicht einfach hier. Wirklich nicht einfach. Na gut. Nicht aufgeben. Wir schaffen das schon irgendwie. Gut Ding will Weile haben. Wow. Ich bin wohlgemerkt bei Schlag Nummer 8. Zum Glück ist das eine reine Übungsrunde. Und jetzt verstehe ich auch, warum das eine Übungsrunde ist. Weil es echt nicht einfach ist. Also das ist wirklich, wirklich knifflig. Naja, was soll's. Machen wir das Beste aus der Situation. Gucken wir mal, wie ich da jetzt rüberkomme. Vielleicht wird da jetzt eher was draus. Naja, immerhin ein bisschen vorangekommen. Also so schlecht war das jetzt nicht. Aber, ja... Das ist mir zu riskant. Ich muss eigentlich so schlagen. Aber da kommt da so eine nervige Kante. Oh, ja. Haha. Okay. Ich habe es irgendwie gemeistert. Wie genau? Frag mich bitte nicht. Aber es hat zumindest einigermaßen funktioniert. So. Hier rüber. Wie gesagt, mit kleinen Schritten kommen wir voran. Hier, jetzt, wenn ich hier diese Windhose nutze, dann muss das doch direkt klappen, oder? Die Frage ist nur, wie stark darf ich schlagen? Volle Kanne, oder? Volle Kraft voraus. Gucken wir mal. Oh ja, ich komme sogar so drüber, ohne Windhose. Perfekt. Ah, also ich sehe schon, Schroffstein, diese Umgebung hier, die wird meine Golfkünste auf jeden Fall nochmal herausfordern. Aber... durch diese unglaublich starke, große Herausforderung werde ich meinen Golferkönnen auch sehr, sehr gut verbessern können, denke ich. Weil ich auf viel mehr Hindernisse achten muss. Und. Nicht dein Ernst! Wenige Meter hätten noch gefehlt. Och, Mano. Geschafft. Ich habe es trotzdem geschafft. Das war ja nur eine Übungsrunde und kein Turnier oder ähnliches. Aber... nicht einfach, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist nicht einfach. So. Ausdauer, Lauftempo, Kontrolle. Kontrolle finde ich super wichtig. Ich mache das mal so. Jetzt sind wir erstmal draußen. Ein Riesenkompliment für dich, Katze. Entschuldige, falls ich dich jetzt erschreckt habe. Ich habe nur die von deiner Golfwatch gesendeten Spieldaten gesehen und dachte mal, ich applaudiere aus der Ferne. Keine Sorge, das soll jetzt nicht heißen, dass wir hier die Spieler auf Schritt und Tritt überwachen. Crossroad Golf ist ganz anders als das Golf, das du gewohnt bist, nicht wahr? Wart's mal ab, im richtigen Spiel musst du auch noch hin und her rennen. Ich denke, du bist bereit für eine Standardrunde, aber du darfst auch gerne nochmal üben. Geh zur Anmeldung und wähle, wonach dir ist. Na, wir spielen natürlich eine richtige Runde Crossroad Golf, ist ja klar, oder? So. Bei mehr als 7 Schlägern bewegst du dich langsamer. Daher empfehle ich, genau 7 Stück mitzunehmen. Im Crossroad-Golf hat man oft mit Höhenunterschieden zu tun. Da sind Schläger für hohe Bälle ebenfalls sehr nützlich. E9 und Wedge sind zum Beispiel hervorragende Kandidaten dafür, da beide für hohe Schläge mit guter Reichweite geeignet sind. Ja, aktuell habe ich sogar 8 Schläger dabei. Oh, ich sollte auf jeden Fall was ablegen. Und auf die Empfehlung von Toadie hören. Ich lege den mal ab. Und ja, hier bin ich eigentlich soweit zufrieden. Oder soll ich hier was ändern? Nee. Standard Approach Wedge. Ich probiere den mal aus. Wobei, da muss ich aber wieder einen ablegen. Brauche ich eine Hybridschläger? Ach, Moment, jetzt habe ich sogar zu viele. Ich muss sogar... ja, komm, dann nehme ich den Superpilz Driver. Den lasse ich mal da. Oder ich mache das so. Komm, jetzt passt das. Okay.
Möchtest du dich für eine Crossroad-Golf-Übungsrunde oder eine Standardrunde Crossroad-Golf anmelden? Die Standardrunde bitte. Darüber würde ich mich freuen. Und fertig ist die Anmeldung. Gut, dann marschier einfach zur Schranke. Von dort geht's rüber auf den Platz. Beim Crossroad-Golf kommt's besonders aufs Tempo an. Darum sollte man wenige Schläger mit sich führen. Wir empfehlen Spielern, nie mehr als 7 Schläger mit auf den Platz zu nehmen. Möchtest du deine Ausrüstung anpassen? Nee. Beim Crossroad-Golf hat man nur Chancen, wenn man sich nicht mit zu vielen Schlägern überlastet. Sonst ist man zu langsam. Glaub mir, ich kenne mich aus. Oder glaub dem blauen Toad neben mir. Der kennt sich auch aus und sagt dasselbe. Na, ich glaube euch schon. Der andere hat mir auch einen wichtigen Tipp gegeben. Es lohnt sich auf jeden Fall, mit den Leuten zu sprechen. Gut, dann kann's losgehen. Prüfe Abzeichen. Chromabzeichen erkannt. Anmeldung zu einer Crossroad-Standardrunde verifiziert. Sie dürfen eine Crossroad-Golf-Standardrunde über 3 Löcher spielen. Gehen Sie diese in beliebiger Reihenfolge. Ihnen stehen maximal 20 Schläge zur Verfügung. Bitte schlagen Sie jeweils vor Ablauf des Timers, sonst wird Ihnen ein Strafschlag angerechnet. Nicht vergessen, nach dem Einlochen geht das Spiel am nächstliegenden Abschlag weiter. Planen Sie Ihren Weg genau. Möchtest du mehr über Schläge mit Spin erfahren, ehe du zu einer Standardrunde Crossroad-Golf antrittst? Tipps wie diesen kannst du über das Golfwatch-Menü Plus jederzeit erneut aufrufen. Beim Crossroad-Golf hast du 2 Minuten Zeit, um zu schlagen und dann deinen Ball zu erreichen. Gelingt dir das nicht, erhältst du einen Strafschlag. Okay, ich habe insgesamt 20 Schläge, wie es scheint, und muss innerhalb der 20 Schläge versuchen, alle Fahnen oder alle Löcher, alle Bälle einzulocken. Gucken wir mal, ob wir das direkt so hinkriegen. Und wo mein Ball jetzt landet. Ich wollte erstmal nach oben. Der landet überhaupt nicht oben. Der ist irgendwo unten gelandet. Ja, vielleicht ist er jetzt aber auch nicht so wild. Ja, na gut. Ich dachte, das wäre so der erste Ansatz von mir, dass ich sagen kann, ja, ich plane meine Route ganz sinnvoll, aber... Ja, wobei, na, schlecht ist es nicht. Aber ich muss ja auch irgendwie dann auf das Gebirge nach oben kommen. Und das wird, glaube ich, die Herausforderung, die ganzen Berge zu erklimmen. Mal sehen, ob mir das gelingen wird. Vorsicht, die Karumpels sind hier unterwegs. Und ich bin zumindest 1 Meter zum Fairway entfernt. Also vielleicht kann ich schon mit dem nächsten Schlag das ganze Ding einlocken. Ja, wobei... Nicht, dass ich pessimistisch bin, aber ich glaube nicht, dass es jetzt direkt klappen wird, oder? Nee, leider nicht. Leider nicht. Schlag 4. Ja, komm, das ist jetzt aber machbar. Solange der Schlag stark genug ist. Und? Ja. Sehr schön den Ball in das Loch geschlagen. Gut. Dann müssen wir da hoch. Und ich hoffe, dass ich das mit meinem Schläger kann. Achso, Moment, hier geht's runter. Oder? Ja, hier geht's runter. Ja, dann ist es gar nicht mal so wild. Wo ist die andere Flagge? Ach so, die ist da unten. Oh, war das jetzt so eine gute Idee? Egal. Ich muss nämlich den ganzen Weg dann wieder zurückschlagen. Egal, machen wir das mal so. Ich lerne ja nie aus. Man lernt aus seinen Fehlern. Man lernt aus der Erfahrung heraus. Okay, probieren wir es mal aus. So, und jetzt nochmal Weiterschlag hier rüber. Ja, ich bleib mal oben. Von oben. Ah, ich muss den Ball aber dann wieder nach oben befördern. Egal. Jetzt. Wumms! Vorbei an den ganzen Karumpels. Bei denen rumpelt es im Karton. Schnell weiter. Münzen, Münzen, Münzen. Sind jetzt nicht sonderlich wichtig. Aber egal. So, und jetzt hier rüber. Wir haben noch 2 Minuten Zeit. Mal gucken, ob das klappt. Links sehen wir die Zeit übrigens. Und jetzt... Oh, kann ich da einfach runterspringen? Oh ja, das geht, okay. Das ist kein Problem. Die Frage ist eher nur, wie komme ich wieder nach oben? Das wird so die Herausforderung werden. Und zack. Geschafft. Perfekt. Okay. Was auch immer das bedeutet. Jetzt habe ich 2 Minuten, um zu der Flagge zu kommen. Ach, ihr wollt mich doch veräppeln, oder? Oh, nee, da ist eine hohe Wand. Oh, nee, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll.
Ich muss mich auf jeden Fall beeilen. Wie soll ich das denn in 2 Minuten schaffen? Okay, machen wir das Beste aus der Situation. Volle Kraft voraus! 1,5 Minuten und ich bin noch nicht mal ansatzweise am Ziel. Ach, herrje, Mene. Ach, herrje. Das wird jetzt knapp. Das wird super spannend am Ende des Videos. Na gut. Komm, 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 komm. Ich schaff das. Oh, hier komme ich nicht rüber. Oh, nee. Ich muss noch weiter hier unten bleiben. Oder komme ich hier hoch? Nee. Gar keine Möglichkeit. Schaut mal, da geht's quer nach oben. Schade. Wenn ich irgendwie ins Grün könnte, aber da ist ja auch kein Tornado, also keine Windhose, gar nichts. Nur da unten, seht ihr das? Das sind so 2 Wege. Na gut, ich probiere das mal. Ich probiere das mal so. Eine andere Möglichkeit habe ich ja eigentlich gar nicht. So. Und Standard Spin. Jetzt aber schnell hinterher. 1 Minute und 17 Sekunden habe ich noch. Go, 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 go. Oh, wie soll ich das denn schaffen? Ich habe viel zu wenig Zeit dafür. Ich hätte mir die Flaggen anders unterteilen müssen. Ich muss ja hin und her rennen. Das war jetzt mein Fehler. Schaut mal, da ist eine Windhose. Wenn ich die irgendwie erreiche und mein Ball oben landet, dann wäre das richtig gut. Boah, das sieht klasse aus. Ach so, wir kriegen... Ah, ich habe von einem Denkfehler gehabt. Jedes Mal, wenn wir den Ball schlagen, kriegen wir 2 Minuten. Ich muss also nur in der Zeit wieder beim Ball sein. Alles andere ist halb so wild. Okay, dann bin ich ein bisschen beruhigter. Ich dachte, das wäre die Gesamtzeit. Das habe ich die ganze Zeit nicht beachtet. Okay, jetzt hier... Oh, komme ich da hoch? Theoretisch ja. Theoretisch müsste ich hoch genug schlagen mit dem Drive. Ah, vielleicht auch nicht. Oder? Kommt er zurück? Rollt er wieder runter? Ich sehe es nicht. Ja, er kommt runter, glaube ich. Nee, er ist oben. Semi-rough. Okay, cool. Läuft besser, als ich dachte. Wir sind direkt vor dem Wirbel. Vor der Windhose. Muss ich da reinschießen und dann ist der Ball oben. Okay, mal gucken, ob das jetzt so hinhauen wird. Und yay! Landet er auch oben? Ja, er landet oben. Perfekt. Wie komme ich da jetzt hoch? Kann ich hier einfach den Berg erklimmen? Ja, scheint zu funktionieren. Ist zwar sehr steil und ich glaube nicht, dass es ein typischer Golfer so machen würde, aber ich habe es zumindest jetzt mal so geschafft. Okay, Gott sei Dank. Also, ich bin da Gott froh, dass das jetzt so funktioniert hat. Ja, das... Ich kann mich nur wiederholen. Das, was ich vorhin bereits sagte. Ich glaube, dieses Gebiet hier wird eine große Herausforderung für mich werden. Für mich als alter Golfer. Ich habe zumindest mal gute Schläger dabei, um das ganze Unterfangen hier zu meistern. Gut. Ein schöner Schlag noch rüber und geschafft. Sehr gut. Okay. Geschafft. 3 Flaggen und über 1000 Münzen habe ich dafür bekommen. So als kleines Dankeschön. Gut. Und sogar 2-mal ein neues Level erreicht. Wir sind auf Level 24. Ich erhöhe mal... Ach, Kontrolle ist sogar auf der höchsten Stufe aktuell. Dann nehme ich... Boah. Lauftempo 2-mal. Kann ich wenigstens ein bisschen schneller laufen. Okay, geschafft. Hui, das war ja klasse, Katze. Crossroad Golf liegt dir ja richtig im Blut, wie es scheint. Ein toller Auftritt war das. Bei solch einer reifen Leistung bist du ohne Frage bereit für eine richtige Runde. Die Räumarbeiten gehen recht zügig voran. Bald sollten hier Wettbewerbe irgendeiner Art wieder möglich sein. Schau doch mal vorbei und melde dich an, wenn es soweit ist. Mhm. Okay, vielen Dank, mein lieber Toadie. Wir haben es geschafft. Meine Lieben, vielen Dank fürs Zusehen. Auf der rechten Seite findet ihr weitere Videos. Tippt da drauf und ihr kommt zu diesen. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Tippt dazu links auf das Katzensymbol und dann auf Abonnieren und schon seid ihr Teil der Community. Na dann, bleibt katztastisch!